Willkommen vor den Toren von Burg Shadowgate. Ja, wir sind endlich hier angelangt. Ich dachte, wir wären schon in der Burg, aber das war nur irgendwie so ein Gewölbe, keine Ahnung, ein Vorgeplänkel. Jetzt sind wir bei der Originalburg Shadowgate und ich lese das hier unten nochmal vor. Ungefähr so wie in deinem Traum liegt der Eingang ins Innere von Burg Shadowgate zusammen mit den schweren hölzernen Zugbrücke vor dir. Gut, jetzt müssen wir nur sehen, dass wir da reinkommen. Hier liegt was, oder? Ist das irgendwie was? Nein, ist nur noch der Turm. Da oben tobt wie immer das Gewitter. Ja, da ist die Zugbrücke. Die müssen wir wahrscheinlich irgendwie runterlassen. Die hölzernen Blanken dieser Zugbrücke bilden eine eindrucksvolle Barriere. Ja, da kommen wir auch nicht drüber. Da unten sieht aus, als würde da... Sieht aus wie Lava, oder? Im Burggraben. Der schlammige Boden des Burggrabens sieht nicht wirklich einladend aus. Ja, da drüber watscheln ist, glaube ich, jetzt auch nicht das Beste. Du versuchst dich zu tarnen, indem du ein wenig Schlamm über dein Gesicht verteilst. Huch, haben wir tatsächlich? Ich weiß, dass wir noch krank sind. Da haben wir jetzt Schlamm im Gesicht. Ne, wir haben nur noch unser Schild. Was ich dem Drachen im Prinzip mit einem kleinen Trick abgeluchst habe, ihr wisst noch. Okay, das fällt natürlich jetzt sofort ins Auge. Ein Seil. Du packst es in deinen Rucksack. Schauen wir uns nochmal an. Das Seil wirkt erstaunlich stabil. Du schätzt, dass es mindestens 20 Zoll lang ist. Oh, das ist eine Menge. Das hilft schon, um in den Brunnen zu klettern vielleicht. Du hältst dir die Nase zu. Der faulige Gestank, der aus dem Brunnen kommt, ist ekelerregend. Ja. Die riecht nach Verwesung wahrscheinlich. Da unten sind bestimmt tausende Ratten gestorben. Können wir da reinkriechen? Du versuchst, die Kurbel am Brunnen zu drehen. Sie klemmt. Da ist die Kurbel. Können wir die... Nee, drehen funktioniert nicht. Können wir die vielleicht ein wenig ölen? Haben wir hier Öl im Inventar? Nein, haben wir nicht. Gut, wie kommen wir denn jetzt in die Burg? Hier sehe ich noch ein Zahnrad. Zahnräder, die mit schweren Ketten verbunden sind, sind am Fundament der Burg angebracht. Du fragst dich, welchen Zweck dieser Mechanismus hat. Was für einen Zweck soll er denn haben? Die Zugbrücke runterlassen, was sonst? Ach Gott, wie kommen wir jetzt da rein? Ein Zahnrad haben wir nicht mehr. Können wir vielleicht durchs Fenster schauen? Dieser enge Spalt in der steinernen Burgmauer ergibt einen guten Aussichtspunkt für die Verteidigung der Burg. Und dieser wahrscheinlich auch. Nein, das enge Fenster liegt hoch oben in der Burgmauer. Du fühlst, wie sich etwas in seinem Schatten bewegt. Hui. Ja, gruselig. Aber wir müssen in die Burg. Aber wie? Stehen wir schon hier davor? Gab es hinten vielleicht noch irgendwie was, was wir machen konnten? Ich benutze mal die Zauber hier mit. Mal schauen, ob das vielleicht noch klappt mit dem Kreis unten. Vielleicht können wir da irgendwas noch raufbeschwören. Schweiß bildet sich auf deiner Stirn, als du dich auf die Rune konzentrierst. Nein, das ist wie immer. Ich versuche jetzt einfach mal alles. Wenn man verzweifelt ist in einem Adventure, was ich hier noch nicht bin, aber wenn, dann immer Trial and Error. Kann man probieren. Meistens funktioniert das dann auch. Ich weiß noch, wie ich als Kind oft mit meinem Bruder und noch ein paar oder ein, zwei Freunden noch immer vom Bildschirm hang und diese Classic Adventures gespielt habe, die ich auch Let's Play im Übrigen. Da haben wir auch immer nur Trial and Error, Trial and Error. Da haben wir mal, was weiß ich, das mit dem Benutzer hat nicht funktioniert und dann sind wir manchmal eine halbe Stunde rumgerannt und haben einfach wild drauf losgeklickt. Irgendwann haben wir dann den passenden Gegenstand mit der passenden Person kombiniert und siehe da, wir kamen weiter. So, apropos kombinieren. Vielleicht können wir da mit dem Seil hoch. Habe ich mir eben nämlich fast gedacht, als ich über die Classic Adventures gesprochen habe. Du schwingst das Seil über deinen Kopf in der Hoffnung, genug Schwung zu bekommen, um das Fenster zu erreichen. Deine Bemühungen sind vergebens. Jorik meldet sich und sagt,
Vielleicht solltest du etwas suchen, was du am Ende des Seils anhaken kannst. Das ist mal ein nützlicher Tipp, Jorik. Dankeschön. Aber Jorik, und da haben wir doch was. Nämlich diesen Haken, wo ich doch schon gesagt habe, das sieht aus wie ein Enterhaken von dieser... Oh Gott, von dieser Schale. Bei den beiden Brücken. So, du nimmst das Seil und befestigst es am eisernen Haken. Das Ergebnis ist eine Art Enterhaken. Ich wusste, dass wir noch irgendwie sowas draus basteln. Jetzt vielleicht? Ja, da hängt's. Wir müssen trotzdem über... Das macht jetzt sehr viel Sinn. Okay, wir müssen in die Burg. Ja, eben durchs Fenster, aber wir müssen trotzdem über den Burggraben hüpfen. Oder? Wie wollen wir denn sonst das Seil erreichen? Du zeigst dein Können und schwingst den Enterhaken ein paar Mal über deinen Kopf und wirfst. Der Enterhaken trifft ein Fenster in der Mauer. Und wir gehen. Ja, jetzt kommen wir da rein. Können wir das Fenster nehmen. Du ziehst am Ende des Seils und löst es aus und löst es aus seiner Position. Du wickelst das Seil auf und legst den Enterhaken in deinen Rucksack. Nein, das wollten wir jetzt eigentlich nicht. Dann nehmen wir wieder das Seil mit. Dürfen wir nicht vergessen, wenn wir da oben wieder rauskraxeln vielleicht. Das könnte sich nämlich noch als nützlich erweisen, das Seil. Oder der Enterhaken jetzt. Du springst in den Burggraben, um dich dann am Seil hochzuziehen und das Fenster über dir zu erreichen. Okay, wir machen es in einer waghalsigen Aktion. Springen, im Springen das Seil erreichen. Dieser Raum ist knochentrocken. Sorry, das erinnert mich gerade an einen Mario-Charakter. Dieser Raum ist knochentrocken und beherbergt den Mechanismus, der die Zugbrücke anhebt und absenkt. Die Maschine summt, jetzt bin ich ganz irritiert durch den Mario-Charakter, die Maschine summt durch die Energie, die durch sie hindurchfließt. Ihr wisst, um was mit Mario-Charakter sich vielleicht handelt, um einen skelettierten Cooper. Der hieß nämlich irgendwo mal knochentrocken. Ich weiß bloß nicht wo. Ich glaube bei Mario Kart, Smash Brothers, irgendwo bei so einem Spiel, wo alle Mario-Charaktere zusammenkommen. Ist ja alles egal, wir sind hier bei Shadowgate und nicht bei It's Me, Mario. Gut. Ich denke, wir müssen den Mechanismus hier betätigen. Zack, du schlägst den Hebel mit deiner Hand. Mit einem Foltern bewegen sich die Ketten und die Zahnräder fangen an, sich zu drehen. Du hörst, wie sich die Zugbrücke draußen absenkt. Das haben wir immerhin schon mal geschafft. Das ist gut und hier haben wir sogar noch was. Wieder was zum Lesen, nach freue ich mich. Neues Pergament, neue Schriftrolle. Mal schauen, was drin steht. Du liest die Wörter auf der Schriftrolle und bemerkst, dass der Brief an den Magier Greylord adressiert ist. Mein Freund, ich werde in meiner Domäne hier im Gatekeeper-Gebirge bleiben und die nördliche Passage bewachen. Halt Ausschau nach meinem Signalfeuer, wenn noch mehr aus dem Norden kommen. Und bedauere, dass ich meine Haustier... mein Haustier mitnehmen muss. Aber nur ich kann es kontrollieren. Der Name Uthalm steht als Unterschrift auf der Seite. Haustier. Da frage ich mich, was das sein könnte. Wird wohl kein Stuben... Kater sein, eher ein Stubentiger. Kann aber auch ein Drache vielleicht sein. Mal sehen, was uns in der Burg noch erwartet. Ich bin gespannt. Und haben wir sonst noch was? Den Kessel. Diese Art Eisenkessel wurde für einen Zweck gefertigt, kochendes Öl über die angreifende Armee auszugießen. Na, ob wir dazu nochmal kommen? Vielleicht gibt es ja noch einen Krieg, was ich nicht glaube. Die Burg steht, glaube ich, schon ewig leer. Außer der Hexenmeister, der jetzt da sich verschanzt hat. Du versuchst, den Kessel anzuheben und du hast sofort eine Zerrung. Oh, mein Rücken. Jetzt haben wir zu der Verfluchtheit, die wir noch mit uns tragen, auch noch eine Zerrung. Gibt's denn sowas? Hier haben wir noch eine Kiste. Eine solide Kiste steht in diesem Raum. Und die können wir boxen. Zack! Du schlägst mit deiner Faust gegen die Kiste und sie bricht auf. Und es fällt nichts hinaus? Hallo? Können wir da irgendwie was nehmen? Du durchsuchst die zerstörte Kiste in der Hoffnung, etwas Nützliches zu finden. Und wir finden nichts. Was haben wir denn jetzt die Kiste geboxt? Irgendein Rüpel hat die Kiste zerstört. Ich war's nicht und tschüss. War wirklich nichts drin.
du überprüfst das Seil und kletterst aus dem Fenster und die nasse Wand herunter. Ungefähr so wie in deinem Traum liegt der Eingang. Ja, das kennen wir schon. Die Zugbrücke ist runtergelassen. Wir nehmen uns das Seil mit. Du ziehst am Ende des Seils und legst es ins Inventar. Bla bla bla. Und ich speichere mal. Wer weiß, was uns jetzt in der Burg erwartet. Wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Nicht, dass uns gleich irgendwie ein Drache anfällt. Die Zugbrücke liegt über dem Burggraben und bildet eine Brücke in die Burg. Du holst tiefst Luft und überquerst die Zugbrücke in die innere Burg. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Errungenschaft Eindringling freigeschaltet. Juhu, wir sind in die Burg eingedrungen. Ja, als du den großen Korridor betrittst, springt ein Goblin aus dem Schatten und überrascht dich mit einem mit einem Schlachtruf. Während du einen Rückzieher machst, macht die Bestie ihre Waffe bereit. Ist das jetzt wie beim Drachen? Ich glaube, wir können nicht der ausweichen. Ach, guck mal, wir können die boxen. Aber lieber nicht. Ein Goblin, einen der hässlichsten, den du je gesehen hast, steht vor dir und schwingt seine Waffe. Wir haben aber auch eine Waffe. Warte mal, ich will mal kurz was probieren. Ach, guck mal, die können wir uns ohne Probleme wieder nehmen. Zack, du packst die in deinen Rucksack. Wir könnten auch mal ein paar hängen lassen. Hier ist auch noch eine. Oh, du lässt es in deinen Rucksack fallen. Ja, das war vielleicht nicht so gut. Mit einem Schrei stürzt sich das Monster auf dich und schwingt seine spitze Keule. Die Waffe dringt tief in dein Gehirn ein und beendet dein kurzes, aber abenteuerliches Leben. Und wir sind abermals gestorben. Haben wohl nicht auf die Warnung gehört, dass er seine Waffe gehoben hat. It's a sad thing that your adventures have ended here. Genau, das war's dann. Ich verabschiede mich wie immer. Ich wünsche euch was und wir sehen uns nach dem Tod wieder. Nehme ich mit Fortsetzen vielleicht? Dürften wir jetzt eigentlich vor der Burg wieder stehen? Genau. Gut, gehen wir mal rein. Wir wissen ja, was passiert. Die Trophäe haben wir schon freigeschaltet. Da kommt unser lieber Goblin. Gut, der macht jetzt seine Waffe bereit. Aber bevor er seine Waffe bereit macht, ziehen wir ihm mit dem Hammer eins drüber. Genau, vielleicht ist das mal eine Möglichkeit. Schneller als du erwartet hast, reagiert der Goblin auf deine Bewegung und greift mit seiner spitzen Keule an. Und die Waffe dringt in mein Gehirn und wir sind wieder tot. Schon zweimal gestorben in einer Folge. Gab's das schon mal? Ich glaube, das ist Rekord. Komm schon, Ende Gelände. Wir wollen es nochmal machen. Irgendwie müssen wir doch an dem vorbei. Hinein in die gute Stube. Oh, ich habe eine Idee. Ich speichere jetzt nochmal. Burghof speichern wir hier mal. Ich hoffe mal, das Speichern bringt uns den Tod jetzt nicht näher. Fackeln. Ich glaube, wir können dreimal aber reagieren. Wir können vielleicht sogar mal probieren, die Tür zu öffnen. Ja, und schnell reingehen. Tschüss. Der Goblin versperrt dir den Weg und du kommst nicht an ihm vorbei. Mist. Was ist hier? Ja, wenn wir dreimal was probieren, dann hebt er seine Waffe und schlägt uns den Schädel ein. Du suchst nach einer Möglichkeit, die Rüstung anzuziehen, aber sie ist zusammengeschweißt. Und mit einem Schrei stürzt sich das Monster auf uns und beendet unser kurzes, aber abenteuerliches Leben. Ich weiß nicht, wie alt sind wir denn hier im Spiel? Jung, glaube ich. Ich glaube, der hat uns schon mal junger Held genannt. Sicher bin ich mir aber nicht. Okay, hier ist wieder der Goblin. Was machen wir? Haben wir irgendwas im Inventar? Irgendwas zu essen vielleicht für den? Komm mal her. Um den vielleicht. Ja, was haben wir denn vor? Der Goblin ahnt, was du vorhast. Wollen wir den mit dem Kürbis erschlagen oder was? Ich dachte, der wäre vielleicht bestechlich. Mist. Jetzt sind wir schon in der Burg und kommen hier nicht wirklich weiter.
Wegen diesem Drecks Goblin. Diesen grünen Wicht. Was machen wir? Was machen wir? Schauen wir den nochmal an. Ein Goblin. Ja, einen der hässlichsten, den wir je gesehen haben. Komm, boxen wir den mal. Einfach mal aus Prinzip. Gut. Der Goblin ist völlig überrascht, als dein rechter Haken gegen seinen Kiefer trifft. Es gibt ein lautes Krachen und der Goblin geht zu Boden. Du sagst triumphierend, den hast du nicht kommen sehen, nicht wahr? Ha. Die einfachste Lösung ist manchmal die beste, wie wir ja schon festgestellt haben. Ich denke, einfach zu kompliziert. Einfach mal in die Fresse rein und schon liegt der Goblin am Boden. Das hätten wir auch mit dem Hammer machen können. Aber wahrscheinlich hätten wir den erst hinten aus dem Rucksack, wir hätten den Rucksack abziehen müssen, den Hammer rauskramen und dann dem eins über die Rübe ziehen. Und das hätte zu lang gedauert. 100 pro. Gut, jetzt ist der erstmal beseitigt und wir können uns nochmal in Ruhe hier im Vorzimmer umsehen. Du durchsuchst den Goblin, aber du findest nichts Brauchbares. Der hat doch eine Keule gehabt. Nimm dir verdammt, Axt doch mal die Keule mit. Oh, eine Axt wäre auch gut. Wieso nimmt er sich eigentlich keine richtige Waffe und rüstet die aus? Sind wir dazu zu feige? Ich hoffe mal, der wacht jetzt nicht auf. Wir nehmen uns hier wieder die Fackeln. So, zwei Türen haben wir. Die Rüstung können wir nicht anziehen, war ja so. Die Struktur der Rüstung zeigt, dass sie für einen weiblichen Krieger gefertigt wurde. Okay, das bringt eh nichts. Trotz ihres Alters hat die Rüstung nichts von ihrem Glanz verloren. Als ob sie jemand regelmäßig poliert hätte. Hier wahrscheinlich unser kleiner Freund. Können wir die anziehen? Du suchst nach einer Möglichkeit, die Rüstung anzuziehen, aber sie ist zusammengeschweißt. Mensch, ich brauche eine Rüstung. Eine richtig geile Rüstung. Wir haben nur so ein dämliches Schild, was nach ein paar Schlägen kaputt geht. Und den Fluch haben wir auch noch. Aber immerhin wurde der rote Teppich für uns ausgerollt. Dieser ausgefranste Teppich geht durch den gesamten Raum. Er ist unbedingt mal was? Er muss unbedingt mal gewaschen werden. Ja, der mieft bestimmt ganz schön, wenn er ja schon Jahrhunderte liegt. Hier haben wir noch irgendwelche Banner. Der rote Stoff dieser Flagge ist alt und abgenutzt. Ja, gut. Was anderes bleibt mir dazu auch nicht zu sagen, wie alles hier wahrscheinlich alt und abgenutzt ist. Und da oben ist doch ein seltsam aussehendes Licht. Was hat denn das zu bedeuten? Weit über deinem Kopf pulsiert eine blaue Energie, die vielleicht etwas in der Burg antreibt. So, das treibende Herz, hä? Wie ein Erdkern. Also wie in ein paar Filmen so ein Erdkern die Erde antreibt, ne? Die Erde, was weiß ich, Hitze spendet, keine Ahnung. Können wir den irgendwie benutzen oben? Du konzentrierst dich auf die Energie. Du wirst sofort von ihrer Stärke überwältigt. Ja, jetzt sind wir mega stark. Skillung Stärke plus 10. Wir sind noch immer, uns ist noch immer schlecht. Gut, geradeaus ist vielleicht nie gut. Gehen wir erstmal nach links. Schauen uns mal an, was dort drin ist. Ah, eine Bibliothek. Diese Bibliothek muss tausende von antiken Folianten, Büchern und Manuskripten enthalten. Eine dicke Staubschicht bedeckt alles. Gott, da gibt es wahrscheinlich jetzt viel zu lesen. Eigentlich habe ich da jetzt keine große Lust drauf. Ja, wir können uns wahrscheinlich hier alle Bücher angucken. Es gibt hier wahrscheinlich sau viel zu lesen. Ja, was mich noch interessiert. Burg. Aha. To Caves, zu den Höhlen. Jetzt können wir hier oben bestimmt auch die Höhlen anwählen. Yep. So ist gut. To Castle. To Castle Shadowgate. Sehr schön. Ich guck mal, was im anderen Raum ist. Das schiebe ich mal so gekonnt auf die nächste Episode. Was? Dieser große Korridor ist mit Rüstungen königlich ausgeschmückt. Im Kuppeldach befindet sich eine pulsierende blaue Masse, die Elektrizität und Funken in alle Richtungen ausstrahlt. Ach, schau mal eine an. Ich will mal was probieren. Benutze dies auf was? Ja, möchte ich doch. Ich möchte... Man hat, glaube ich, nichts gebracht. Ich dachte, es wäre vielleicht wieder so eine Art Elementar. Nein, schade. Aber wir gucken nochmal in die andere Tür rein. Hindurch, mein Freund. Oh Gott.
Was haben wir denn hier? Noch mehr Türen. Oh, dieser große Saal wird von einem Buntglasfenster dominiert, das bis zur Gewölbedecke geht. Ja, und sieht richtig spektakulär aus und da strahlt richtiges Licht rein. Ein beeindruckendes Fenster befindet sich auf der anderen Seite der Halle. Auf dem Buntglasfenster sind in Roben gekleidete Figuren abgebildet, die alle nach einer Art Feuersturm im Himmel greifen. Ein unheimliches Glühen hebt die Handlung in der Szene hervor und sie wirkt fast lebendig. Können wir da was mit der Kugel anrichten? Ich versuche jetzt einfach mal alles mit der Kugel einzufangen. Nein, schade. Aber hier ist es hier geht das Leuchten hin, ne? Hoch. Gehen Boden. Warte gleich. Moment. Nicht, dass wir jetzt vom Strahl erfasst werden. Hier sind noch lauter Türen. Ich nehme erstmal die Schriftrolle. Lese die nochmal. Vielleicht ist da irgendwie eine Warnung noch drin. Kann ja sein, dass jemand sagt, gehe nicht ins Licht. Vampir. So, da steht irgendwas wieder mit Fandril. Oder Fandril. Du liest die hastig geschriebene Notiz. Fandril, ich habe eine Schwachstelle in unserer Verteidigung entdeckt. Da wir alle das Zeichen besitzen, muss man nur unsere Köpfe von unseren Schultern entfernen. Ja. Dann kann man unsere Überreste für den geheimen Ansatz verwenden und die Verteidigung aktivieren. Und jeder, der dies weiß, kann sich dann ungehindert in der Burg bewegen. Man muss nur im Inneren der Mauern sein, damit dies funktioniert. Als Unterschrift stehen drei Wellenlinien. Ach, guck mal, die drei Wellenlinien haben wir ja schon mal gesehen. Wisst ihr noch, auf so einer Rune? Ah, vielleicht müssen wir ja doch nochmal zurück, um die Runen zu aktivieren. Wobei, müssen wir uns jetzt die Köpfe von jedem holen? Ah! Ja! Da, bei der einen Leiche war doch Blut am Kragen. Der wurde bestimmt geköpft. Dem fehlt schon der Kopf. Ha! Okay. Wir müssen die Köpfe finden. Oder jemand hat vor uns die Köpfe an sich genommen. Und ja, wir sind in großer Gefahr. Umgedrehter Tisch. Der umgeschmissene Holztisch ist reichlich verziert. Was sagst du zu den Stühlen? Das Holz des umgeschmissenen Stuhls ist an mehreren Stellen gebrochen. Können wir den wieder aufstellen? So schön hier alles wieder hinrichten. Du bist nicht in der Position, um dich auf den Stuhl zu setzen. Oder genauer gesagt, der Stuhl ist nicht in der Position, um sich auf ihn zu setzen. Ja, der ist umgekippt, aber wir hätten ihn ja aufstellen können. Hier ist noch ein Kamin. Auf der anderen Seite des Raums steht eine große, unbenutzte Feuerstelle, die Staub fängt. Ich habe Feuer gemacht, oder? Wir machen da gar nichts, wir können uns die nur angucken. So viele Türen, die wir wahrscheinlich alle... Nee, ich würde gerade sagen, die wir wahrscheinlich alle öffnen können. Aber Pustekuchen, die Tür ist ziemlich ramponiert. Fast so, als ob jemand versucht hat, sie aufzubrechen. Die Tür ist verschlossen. Aber nicht mehr lange. Nicht mehr lange, mein Freund. Es passiert nichts. Das, was du erwartet hast, es hat keinerlei Auswirkungen. Toll, ich dachte, wir können jetzt die Tür auch aufbrechen. Da hinten ist auch eine Tür. Die verstärkte Holztür sitzt fest in ihrem Rahmen. Die Tür ist verschlossen. Sind wahrscheinlich alle verschlossen. Na? Die nicht. Und die anscheinend auch nicht. Okay. Oh. Habt ihr das gehört? Oder gesehen? Das hat gewittert eben. Nochmal. Oha. Die Tür lässt sich leicht öffnen. Aber ich glaube, dass wir machen das Ding, was da oben rausstrahlt, zornig. So, zu guter Letzt gehe ich jetzt nochmal dahin. Aha. Schatten oder sowas ähnliches. Du gehst näher ran. Das Mondlicht, das durch das Buntglasfenster fällt, erhellt einen Teil des Bodens. Oh, okay. Sieh mal einer an. Du packst den Stein und hebst ihn hoch. Die zeigen sogar noch da drauf. Im Loch befindet sich ein bleicher Schädel, der dich angrinst. Grinst nicht so, nehmen wir mit. Jorik hat einen neuen Freund wieder. Du nimmst den Schädel aus dem Versteck und packst ihn in deinen Rucksack. Da
hat da oben ein Zeichen auf der Stirn eingeritzt. Dieser Schädel hat ein Symbol auf seiner Stirn. Du hast das Gefühl, als ob du das schon mal gesehen hast. Ah, wahrscheinlich an so einer Rune. Garantiert. Damit lassen sich vielleicht die Runen aktivieren. Oder wir müssen den Schädel am Eingang da oben, ihr wisst schon, am Burg... Das ist kein Grotteneingang oder was das immer ist, da oben befestigen. Das Mondlicht, das ist das Burgfenster. Ja, er hält einen Teil des Bodens. Das haben wir jetzt. Den Schädel haben wir auch. Okay, dann würde ich sagen, mache ich erstmal Schluss hier. Die restlichen Türen durchsuchen wir das nächste Mal. Wobei, ich würde gerne am Anfang das nächste Mal Mist geschlossen hier in die Bibliothek anfangen, um ja, das eine oder andere Manuskript mal zu lesen, mich mal hier ein bisschen umzusehen. Dann hoffe ich, sehen wir uns auch in der nächsten Episode wieder von Shadowgate. Ich würde mich freuen. Bis dahin wünsche ich euch was und tschüssi!